Läuft jetzt wieder? Ja. Sag ja. Noch mal was. Hallo. Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns, vom Shisha Team. Wir haben heute mal wieder einen neuen True Passion Tabak am Start. Ja, kein 187 und kein 24/7, einen guten alten True Passion. Und zwar den Okolon. Den kenne ich schon. Plus Yo-Yo Berry. Ja, ihr könnt es euch fast denken, Okolon Johannisbeere. Und das Ganze kommt in der 200 Gramm Dose, ganz üblich 16,90 €. Und ich würde sagen, wir legen gleich mal los mit dem Schnitt. Na, gucken wir noch mal rein in die Dose. Ei. Ich würde sagen, der Schnitt ist mittelgrob bis grob. Also es sind schon relativ große Tabakblätter dabei, die ganz schön verklebt sind. Also der Tabak ist auf jeden Fall auch gut feucht und beim Transport der Dose müsst ihr ein bisschen aufpassen. Die ist auch nicht hundertprozentig dicht. Ja, leider lag die bei mir im Rucksack halt einmal schräg und man sieht es an der Dose. Ne? War der ganze Rand schon ordentlich zugesifft. Aber liegt sie nicht normalerweise auch nicht so im Winkel? Nee, bei True Passion lustigerweise nicht. Okay. 187 macht das. Wahrscheinlich. Alle machen das. Buh! Okay, also, ja. Der Schnitt ist okay, würde ich sagen. Es geht besser, es geht schlechter. Reicht auf jeden Fall, um einen Kopf zu bauen. Normaler Tonkopf. Oder. Ja, das ist der Fall Powerball. Oder hast du den Hotshot schon mal geraucht? Ja, auch. Tatsächlich. Lief? Ja. Zeta läuft überall. Läuft überall. So. Gar kein Problem. Und wer Max kennt, der weiß, wenn euch der Tabak zu gut ist. Dann holt euch doch eine Schere, verdammt nochmal! So ist es. Ja, dann gleich weiter mit dem Geruch, würde ich sagen. Dann gebe ich mal ab, gehen wir mal die Schläuche runter. Ihr hört es halt vielleicht, oder ihr hört es halt nicht. Wir haben halt extra mal einen Diffuser drauf gemacht, damit wir mit dem Mikro nicht so die Probleme haben. Jetzt könnt ihr auch ungestört rauchen, während ich erzähle. Das ist schön, das machen wir gleich mal. Also wir hatten ja schon mal den normalen Okolon, wir hatten auch den Okolon Cranberry, den haben wir nicht vorgestellt, weil er halt echt nicht herausragend war. Nee, das stimmt. Yo-Yo Berry riecht schon mal ansprechend, wobei ich jetzt nicht sagen kann, dass es wirklich nach Johannisbeere riecht. Einfach wirklich ein fruchtiges Aroma. Keine Minze, nichts was irgendwie raussticht doll. Aber riecht fruchtig. Mehr kann ich gar nicht sagen. Riecht man mehr? Ich rieche frisch. Frisch schon, ich finde, aber es ist vielleicht für die Leute, die den Okolon pur nicht kennen. Okolon ist halt so ein Energy. Monoco heißt der, dieser Drink, dieses Erfrischungsgetränk. Und es ist halt so eine Limettennote dabei, es ist so eine leicht spritzige Minznote irgendwie dabei. Und das, ja, das wird halt in dem Tabak recht gut umgesetzt. Ich habe das Getränk tatsächlich nur einmal getrunken, fand es nicht ganz so geil, finde den Tabak aber richtig lecker. Also wer auf so einen Limettengrundtabak steht, das würde ich sagen. Doch vielleicht so eine säuerliche Note kommt vielleicht noch raus, wenn man genau hinriecht. Er riecht auf jeden Fall ansprechend. Wie ist es denn geschmacklich? Gut, dass du die säuerliche Note nochmal angesprochen hast. Die kommt nämlich, finde ich, auf jeden Fall sehr, sehr gut durch. Und es ist eine leckere, saure Note, die halt wirklich so ein bisschen Frische mitbringt. Ich weiß tatsächlich überhaupt nicht, wie dieses Getränk dazu schmeckt, habe ich noch nie getrunken, denn ich trinke nur Sauerkraut und Tomatensaft. Aber ist gesund. Ist gesund. Man sieht es dir an deiner Haut. Er strahlt heute wieder, oder? Mach die Kamera auf, muss ja nicht klatschen. Das ist jetzt ein Einbau. Fräulein. Nein, Quatsch. Ja, das ist schwer zu beschreiben, finde ich. Wirklich so eine saure Frische, eine leckere saure Frische, auch ohne Minze. Also mir persönlich schmeckt der echt gut. Ob man da jetzt nur Johannisbeere rausschmeckt, ja, bin ich mir auch nicht sicher. Das ist so leicht beerig auf jeden Fall, aber genau zuordnen finde ich auch schwierig. Ja, ich finde so eine Limettennote, die du beschrieben hast, die steht eher im Vordergrund, wird aber abgerundet irgendwie. Also ich bin sonst kein Limettentabak-Fan, würde den auch nicht kaufen. Davon
haben jetzt schon zwei Dosen weggeballert, weil er echt lecker ist. Ja. Also, er hat halt so ein, wenn ihr wisst, was ich meine, so ein Pep. Ich finde es so ein Nachgeschmack, das, was so auf der Zunge so übrig bleibt, da kommt schon eher die Beere, die beerige Note irgendwie mit durch. Hm. Schön nach dem Auspusten, habt ihr immer noch einen bleibenden Geschmack im Mund. Auch insgesamt, wie der Rauch im Raum riecht, das erinnert schon irgendwie entfernt an Johannisbeere, ist jetzt aber nicht vergleichbar mit so einer Handvoll Johannisbeeren. Ihr esst die und habt den Geschmack im Mund. So ist es nicht. Aber an sich, wie du gesagt hast, eine Top-Mischung. Wir haben zwei Dosen von dem schon weggehauen. Also wegsmoked, nicht in der Verbindung gebraucht. Ja, und rundum eigentlich ein richtig geiler, spritziger, guter Sommertabak. Angenehm. Absolut. Also kommen wir direkt zum Fazit. Von uns gibt es dafür eine ganz klare Kaufempfehlung. True Passion hat uns so gut wie noch nie enttäuscht. Es sind immer geile Tabaksorten dabei und der sticht auf jeden Fall raus. Probiert ihn auf jeden Fall. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr den holen sollt, dann fahrt doch einfach in den Layak Shisha Shop in der Altstadt Spandau, wenn ihr aus der Nähe kommt. Ansonsten gibt es in jedem Shop eigentlich, überall da, wo es True Passion gibt. Jo. Dann würde ich sagen, sind wir schon wieder durch mit dem Video. Zum Rauch braucht man gar nichts mehr weiter sagen. Der Rauch sieht macht die Augen auf. Punkt. So ist es. Und dann würde ich sagen, gebt doch gerne ein Like auf dieses Video, wenn euch dieses Video gefallen hat. Wenn ihr gar nichts mehr von uns verpassen wollt, dann kostenlos abonnieren bitte. Und ansonsten bleibt uns gar nichts mehr zu sagen als guten Rauch, guten Geschmack und Rauch. Wenn ihr uns verpassen wollt, abonniert uns trotzdem, dann habt ihr 6 Tage die Woche kein Video von uns. Ist das geil? Oder? Ja, oder? Wir sind aber nicht nervig, wir machen nur ein Video die Woche. Gut. In dem Sinne. Genießt das Wetter. Frühling. Und wir haben ja immer noch so Outro und so, ne? Also eigentlich ist das Video vorbei, wir können abschalten. Nee, aber nee, noch nee. Schaut euch das Outro an, das finde ich immer am sympathischsten. Ja, ich wollte nämlich noch erzählen, wie wir auf den Tabak gekommen sind. Ja, dann komm mal raus. Wir waren in der Shisha-Bar. Story. Und haben uns einfach mal diesen Tabak bestellt. Wir kannten den vorher gar nicht. Und da fanden wir den so lecker, dass wir uns den ganz oft geholt haben danach. Also Leute, geht in Shisha-Bars. Auf jeden Fall. Also nicht einfach blind eine Dose kaufen. Oder schaut unsere Videos, wenn ihr den Tabak irgendwie seht und den irgendwo einordnen wollt, guckt, ob wir ein Video dazu gemacht haben. Ansonsten geht in Shisha-Bars, bestellt euch einfach mal irgendeinen verrückten Tabak. Nicht immer das Übliche, nicht Traubeminze, nicht Zitroneminze. Geht einfach mal rein und sagt, ey, was ist denn der abgefahrenste Tabak, den ihr gerade da habt? Und dann probiert ihn. So kommt man weiter. Genau. So kommt man im Leben voran. So kommt man im Leben. Das ist unser... Die Lebensweise heißt nicht. Was schichert die? Lebensweise schalten. Mann, jetzt! Schaltet ab, verdammt nochmal! Tschüss!